Wunderbar, ne? Wunderbar. Da hängen aber an vielen Schwänzen ganz viele Männer und an vielen Pussys viele Frauen bei dem Chor, oder? Das könnte man so sagen. Kann man so sagen. An jedem Zahn hängt auch ein Mensch. An jedem Zahn auch noch? Ja. Mensch, das ist ja alles voller Menschen hier. Das ist ein recht provokanter Titel. Was verbirgt sich dahinter? Genau das, was er aussagt, dass nämlich es um die Menschen geht und nicht um die Geschlechtsteile. Also hinter jedem gibt es den Menschen mit seiner Seele und mit seinen Befürchtungen und Ängsten und genau. Erwartungen und so weiter und so genau. fort. Sex ist ja sowieso, ne? Wer hat guten Sex? Alle. Alle. Wer hat schlechten? Alle. Oh, redet schon keiner mehr mit einem. Warum ist das so ein Tabuthema? Naja, wir leben in einer wirklich übersexualisierten Gesellschaft und wir können ja an jeder Ecke irgendwie nackte Frauen sehen oder heute habe ich auch gelesen, wir sind nackt oder so, ne? Das ist überall zu sehen. Aber es geht gar nicht darum, das zu sehen in der Gesellschaft, sondern es geht ja um das eigene. Und das eigene ist meistens tabu. Warum sind wir da so verklemmt irgendwie? Ja, wir sind ja nun auch alle Produkte unserer Eltern und wenn man so bedenkt, 30er, 40er, 50er Jahre, dann kommt die Generation, meine Generation, die dann erzogen wurde, dann kommt ihre Generation, die dann auch hinterher kam. Nee, die kommt danach. Also. Die kommt danach, gut, okay. ja. So setzt sich das immer fort, diese ganzen Annahmen, die Vorurteile und die Tüdelchen Verklemmtheit und die Schwierigkeit eigentlich, mit diesem Thema Sexualität offen umzugehen. Ist das also anerzogen, diese ganze Verklemmung? Naja, wir haben ja unser liebes Christentum, das ist ja auch ganz schön, das hat ja uns sehr lange begleitet und da haben wir ja die sehr starke Körperfeindlichkeit mitgekriegt. Mhm. Das hat sie natürlich ein bisschen gelockert, aber es kann auch dann ganz schnell ins Gegenteil umschlagen, sodass es wieder zu einem neuen Druck wird, ne, wo wir das Alte haben, was wir nicht tun sollten. Nun haben wir was, was wir ja unbedingt alle machen müssen. So ist es auch nicht gut. Also irgendwie kein guter Mittelweg. Und ist das wirklich so, die Kirche hat immer noch so viel Einfluss, oder das Christentum, auf unser Verhalten heutzutage? Naja, wir sind ja so erzogen worden und unsere Eltern haben uns auch so erzogen. Und die haben natürlich ihre, ich nenne das mal Verklemmtheit, die können ja selber nichts dafür, die haben das natürlich an uns so weitergegeben und wir haben das verinnerlicht. Das ist ja nicht immer bewusst, was da abläuft, sondern das sind unbewusste Dinge. Wir handeln nach bestimmten Mustern und wenn man sich das nicht bewusst macht, dann kann man das ja auch nicht rauskriegen. Also was nicht bewusst ist, ist eben nicht bewusst. Ist unterbewusst. Ist unterbewusst, genau. Sozusagen. Ja, genau. Sexualität, wenn man da so dran denkt, denkt man an Jugendliche, die anfangen rumzufummeln oder irgendwie vielleicht an Erwachsene. Aber das geht eigentlich schon früher los, oder? Also eigentlich geht es ja im Mutterleib los. Ne? Da ist es, so da ist es ja. Da ist es ja erstmal so, dass das angelegte Kind ein Mädchen ist und durch die Hormone wird es dann zum Jungen. Also nicht so wie in der Bibel, ne, Eva aus der Rippe, sondern eigentlich anders. Die Jungs andersrum. Sind aus der Rippe der Frau. Ja, sozusagen, könnte man sagen. aber dann natürlich, wenn das Kind geboren ist, fängt ja im Prinzip sofort die sexuelle Erziehung an oder die Sexualerziehung. Und Kinder sind auch sexuelle Wesen. Die haben Gefühle, die haben Regungen, die haben körperliche Ausdrücke dafür, die für viele Menschen erstmal ein bisschen befremdlich sind. Ja, das ist ja auch komisch. In Ihrem Buch steht eine Anekdote. Sie haben da immer so kleine Geschichtchen einfließen lassen. Das ist sehr humorig geschrieben. Dass so ein kleiner Junge auf dem Spielplatz, auf dem Sand rumrobbt und Sie sagen, eigentlich masturbiert der. Ja, das ist wirklich so, das habe ich erlebt. Das war leider keine so lustige Geschichte. Mhm. Warum dieses Kind das gemacht hat, das kann ich ja nicht wissen. Das kann man auch sicherlich nur von Fachleuten ergründen lassen. Aber das Problem daran war, dass die Mutter ganz furchtbar darunter gelitten hat. Weil er es immer wieder gemacht hat. Man konnte ihn dann kurz ablenken und dann hat er aber das wieder gemacht. Natürlich, die anderen Kinder haben geguckt, aber für die war das gar nicht so das Problem. Mhm. Aber für die Mutter erstmal, weil sie nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte. Und natürlich auch für die anderen Mütter. Die sind dann teilweise weggegangen, weil ihnen das unangenehm war. Beziehungsweise, weil sie nicht wollten, dass ihre Kinder da vielleicht irgendwie mit konfrontiert werden. War das eine Störung? War das schon zu viel? Oder? Das war schon zu viel, mhm. Ja. Also normalerweise ist das überhaupt kein Problem, dass Kinder sich an den Geschlechtsorganen anfassen.
weil die nehmen das natürlich, das ist nicht I, es sei denn, sie haben schon mit einem halben Jahr was auf die Finger gekriegt. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, dann eine normale Weiterentwicklung hinzukriegen. Wie gehen Erwachsene normalerweise mit dieser Kindersexualität um? Ist ein ganz schwieriges Thema, weil da ja sofort immer auch die Pädophilie mit reinspielen könnte. Kinder haben erstmal ein normales und natürliches Verhältnis zu ihrem Körper. Und die fassen sich halt an, da sieht man auch Kleine, wenn Babys gewindelt werden, die fassen an ihren Geschlechtsorganen an. Das ist überhaupt ganz normal. Aber je weiter das dann in der Erziehung geht, umso mehr wird es kontrolliert. Und Kinder, die haben Antennen, die wir alle nicht mehr haben, die merken sofort, wenn irgendwas nicht koscher ist. Und so merken sie natürlich am Verhalten der Eltern, das Verhalten ist gewollt, das Verhalten ist nicht gewollt. Das wollen wir nicht so gerne sehen. Und dann kommt natürlich später die Reinlichkeitserziehung dazu, wenn man sie so nennen will. Da ist es so, erst haben die Kinder in den Windeln gelegen und es war schön warm und das war schön weich und richtig genüsslich. Und die haben keinen Ekel vor ihren Ausscheidungen. Aber mit der Reinlichkeitserziehung beginnt es dann. Ne? Dann ist das plötzlich erstmal schlecht, das ist I, das fasst man nicht mehr an. Ne? Gut, viele Kinder empfinden das ja auch so, dass sie den Eltern, wenn sie dann aufs Töpfchen machen, ein Geschenk machen. Und die Eltern reagieren aber nicht. Das ist kein Geschenk für die. Ne? Mhm. Die Kinder werden wirklich dazu gezwungen, weil sie oft in einem bestimmten Alter überhaupt das noch gar nicht kontrollieren können. Mhm. Es ist ein bisschen besser geworden, aber also ich weiß, zu meiner Zeit war das tatsächlich so, dass Kinder am Tischbein festgebunden wurden auf dem Topf und da 3 Stunden saßen. Ne? Ui. Wie sollte man sich denn eigentlich verhalten als Erwachsener, um eine gute Sexualität für später vielleicht zu fördern? Ja, natürlich und ehrlich und tolerant und offen. Okay. Das sind jetzt Schlagwörter, können Sie die mit Inhalt füllen, bitte? Ja. Also, der liebe Gott hat ja gesagt, er hat uns nach seinem Bilde geformt. Also gehe ich mal davon aus, dass er auch nackt ist. Er hat bestimmt noch keine Esprit oder sonst irgendwas gehabt. Warum ist Nacktheit so schlimm, gerade im häuslichen Bereich? Ich rede nicht davon, ich würde auch nicht über die Obernstraße nackig laufen. Das ist nicht meine Welt. Aber im Haushalt ist es doch, oder im geschützten Rahmen, ist es was ganz Natürliches. Und das fördert natürlich auch die Wertschätzung des Körpers. Mhm. Ne? Wenn ich mich immer verstecken muss, weil dies nicht richtig, das nicht richtig, jenes nicht richtig, das merken Kinder auch schon. Mhm. Ne? Das sehen sie ja auch bei ihren Eltern. In Ihrem Buch sagen Sie eine kleine Geschichte aus, ein kleiner Junge, irrigierter Penis, hat sich da irgendwas dran gehängt, kommt ganz stolz und denkt, das ist wie ein Aufhängehaken und ist ganz stolz, dass er da was dran gehängt hat. Wie reagiert man dann als Eltern? Sagt man, was machst du denn da? Das ist ein bisschen merkwürdig, weil naja, sieht ja was ranzuhängen, ist ja vielleicht auch ein bisschen merkwürdig. Also das ist doch super. Das ist doch klasse. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen, dieses kleine Kind, wie stolz der war und wie toll der das fand, dass er sowas konnte. Mhm. Ne? Und wenn man dann da sagt, lass das, ne? Sowas tut man nicht. Ja, was kriegt das Kind dann von Eindruck? Ne? Er weiß, dass er was Falsches gemacht hat oder was Schlechtes gemacht hat. Das heißt, wenn man aber selber gestört ist mit der eigenen Sexualität, wie geht man dann damit um? Das ist genau die Schwierigkeit. Das ist genau die Schwierigkeit und das ist auch mein Anliegen, dass ich möchte, dass wir alle einfach ein bisschen bewusster mit uns umgehen oder uns viel mehr bewusst machen, was machen wir denn eigentlich, ne? Warum muss ich so einem kleinen Kind seine Freude nehmen? Nur weil ich meine, das ist nicht richtig, da muss ich mich hinterfragen und ich muss selber gucken, was habe ich denn für ein Verhältnis zu meiner eigenen Sexualität und zu meinem Körper, zur Körperlichkeit. Ja, ich meine ganz ehrlich, der ist heute Morgen aufgestanden, an den Spiegel geguckt und hat gesagt, oh Bombe, wie du wieder aussiehst, kein Gramm zu viel, keine Falte, ist ja eher umgedreht. Das, super. oft mögen ja Erwachsene ihren Körper selber gar nicht. Ja, genau. Ja. Was können die denn machen? Ja, also wir sind ja ganz, ganz stark geprägt in unserer Gesellschaft von allem, was uns im Außenrum begegnet. Alles muss immer super sein.
alles wird optimiert, wir müssen die Schönste sein, wir müssen die faltenfreiste Haut haben oder so. Das sind natürlich alles Sachen, die uns in der Gesellschaft begegnen und es ist sehr schwer, sich wirklich davon frei zu machen. Aber stellen Sie sich doch wirklich mal einfach nackt vor den Spiegel und sagen, das ist schön an mir und das ist schön an mir und das ist schön an mir. Und wenn ich hier ein paar Handschmeichler habe, die fühlen sich wunderbar an. Nicht nur für andere, sondern für mich selber. Also das, was andere Fettrollen nennen. Ich würde das. Die Fettrolle sitzt vielleicht woanders, aber ein schöner, weicher Bauch, da liegt es sich gut drauf. Wie viel hat Sexualität mit dem eigenen Wert zu tun? Ganz viel. Sei auch mal wieder, ich bin zwar nicht unbedingt christlich, aber steht in der Bibel, liebe deinen Nächsten. Und was die meisten vergessen, wie? Dich selber. Und wenn ich mich selber nicht lieben kann, wie soll ich denn jemand anders lieben? Dann weiß ich eigentlich gar nicht, wie das geht. Auch mit meinen Schwächen, auch mit meinen in Tüttelchen Fehlern oder Macken oder ich habe hier auch Falten und ich habe hier Falten und der Busen hängt und der Hintern vielleicht auch. Ja, bin ich darum schlechter? Nee. Nee? Genau. Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin die gleiche Person, die gleiche Frau und ich kann ja dahin gucken, wo meine Werte liegen. Und die liegen nicht nur an einem optimierten Körper. Ist das so ein bisschen die Gesellschaft auch der Knackpunkt für erfüllte Sexualität? Naja, jeder ist für seine Sexualität selber verantwortlich. Für seinen Orgasmus ist jeder selber verantwortlich und für die eigene befriedigende Sexualität. Und die wird einem nicht in den Schoß gelegt und auch nicht in die Wiege mitgegeben, sondern da muss man was dafür tun. Und man kann bei sich was tun. Man kann nicht sagen, du, liebe Freundin, lieber Freund, du musst so und so und so und so. Weil das ist der absolut falsche Weg. Du musst immer bei dir selber anfangen und gucken, was kann ich für mich verändern. Und dadurch kann sich etwas entwickeln. Auch in der Partnerschaft, ob gleichgeschlechtlich oder heterosexuell, ist ganz egal. Es geht darum, dass man miteinander das dann entwickelt. Man kann es auch alleine entwickeln, wenn man Single ist oder so. Früher war es ja auch so, dass man gesagt hat, Masturbieren macht blind und dumm. Ja, und gibt Rückenmarksschwund und auch so etwas. Noch. Ja, hat man herausgefunden, ist nicht so. Ist nicht so. Ist also gut. Das ist super. Weil es gibt nur Vorteile. Okay, also, raus damit. Jetzt mal Butter bei den Fischen, genau. Wollen wir wissen. Also ich muss eine kleine Einschränkung machen, auch wenn ich hier was erzähle. Ich habe Schweigepflicht, also ich erzähle nur was ich darf. Die Einschränkung ist, wenn es zur Sucht wird, dann wird es gefährlich und auch unangenehm. Es kann sogar Existenzen vernichten. Aber eine normale Selbstbefriedigung ist immer von Vorteil. Einmal ist es gut für den Mann, weil die Durchblutung des Penises, was jede Nacht passiert mehrmals, zur Aufrechterhaltung des Mechanismus wichtig ist. Und für die Frau, jeder Orgasmus ist super, weil es bilden sich kleine neue Blutgefäßchen. Und je mehr Durchblutung, umso besser das Gefühl, umso leichter ist der Orgasmus zu erreichen. Und es werden auch relativ viele Muskeln beansprucht, ne? Ja, super. Das ist wirklich wie Bodybuilding, aber eben im unteren Bereich. Aber es kommt natürlich darauf an, welche Körperspannung man hat. Es gibt ja verschiedene Formen. Man kann ja die Sexualität als Anspannung auch erleben oder eben in einer Slow Sex, nenne ich das, in einer ganz, ganz entspannten Form, wo es gar nicht um rein raus geht, sondern um die sexuelle Betätigung. Ne? Also was meinen Sie jetzt, sowas wie Kamasutra oder was? Nee, Kamasutra, das Geturne, das ist anstrengend. Stellen Sie sich mal an die Wand und nee, das muss überhaupt nicht sein. Nein, es geht wirklich darum, dass es nicht nur um die Penetration, also das Rein-Raus geht, sondern Sexualität ist viel, viel mehr. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn Sie jemanden ganz intensiv in die Augen gucken und berührt werden. Es geht um die Berührung. Das ist schon Sex? Ja. Schuld. Ja. Das kommt, Augen zu, das keinen kommt, mehr angucken. Das kommt ja darauf an, wie sie kochen. Ach so. Ne? Das kommt ja darauf an, wie sie kochen. Also es geht um das Miteinander, um die Beziehung. Also Beziehung ist ja nicht immer, dass man an einem zieht und zerrt, sondern dass man etwas miteinander hat.
und etwas herstellt, eine Innigkeit herstellt. Und so kann eine sexuelle Begegnung einfach sein, man liegt miteinander zusammen im Bett, nackt, meinetwegen, oder auch angezogen, oder auf dem Sofa, auf dem Fußboden, ist ganz egal, Küchentisch geht auch. Aber es geht nicht darum, jetzt einen sexuellen Akt zu erleben, sondern um das, was sie spüren, was sie fühlen. Moment. Und was sie miteinander spüren. Moment! In Ihrem Buch steht auch, weil das hört sich sehr harmonisch an, in Ihrem Buch steht auch, Harmonie ist der größte Sexkiller. Was ist denn damit dann? Das ist natürlich auch richtig, auf der einen Seite, weil Sexualität auch Spannung braucht. Ne? Wenn, ich sage immer, wenn Sie 6 Wochen hintereinander jeden Tag Spargel essen, dann sagen Sie auch, naja, nun irgendwie jetzt mal jetzt Currywurst. Jetzt brauche ich eine Currywurst. Ne? Genau. Oder eine vegane Wurst. Oder, ja, genau. Das ist natürlich so. Es ist ganz logisch, dass sich im Laufe einer Beziehung auch sowas wie Gewohnheit einstellt. Und wenn man sich 20 Jahre kennt, dann kennt man meistens den Partner ein wenig. Ob man ihn wirklich kennt, ist dann die Frage. Und da geht es dann darum, wie kann ich dieses, was vielleicht als Langeweile auch bezeichnet wird oder so, wie kann ich das aufbrechen? Einmal natürlich reden ist das A und O. Also ohne reden. Lass mir ist langweilig, lass mal wieder doch mal rein und raus machen. Mir ist langweilig, wie können wir das ändern? Wie können wir das ändern miteinander? Hm. Nicht du musst jetzt, ne? Leg dich mal hin oder mach mal. Mach dich schon mal nackig. Genau, mach dich schon mal nackig, nein. Hm. Sondern das merkt man ja, wenn da nicht mehr viel stattfindet oder so. Auch das ist in Ordnung. Eine Beziehung, die sehr harmonisch ist, wo nicht sehr viel Sexualität stattfindet, findet aber vielleicht ein Miteinander statt, findet vielleicht ein liebevolles Miteinanderleben statt. Was ist aber, wenn die Lust wirklich gestört ist, wenn zum Beispiel beim Mann Erektionsprobleme da sind? Ja, da muss man natürlich ganz genau gucken, woher das kommt. Also gerade in dieser Zeit, wo man auf die Uhr guckt und guckt, habe ich jetzt genügend... Wir haben eine halbe Stunde los. Ja, genau, wir müssen jetzt. Ne, so. Oder es muss jede Woche mindestens 5-mal sein. Das sind natürlich Voraussetzungen, die eigentlich nur stören. Männer und Frauen sind in unserer Gesellschaft unter so einem hohen Druck. Der Mann, der muss immer stehen, die Frau muss multiorgastisch sein. Was ein Quatsch. Wenn ich einen Orgasmus hatte oder auch wenn ich gar keinen hatte, kann ich die Sexualität trotzdem wunderbar genießen und mich auch befriedigt fühlen. Das ist vielleicht eine andere Art der Befriedigung und da geht es um das eigene Spüren. Natürlich gibt es auch Probleme, bei Männern sieht man das, ne? Da geht es halt abwärts. Hängepartie sozusagen. Ja, das ist dann irgendwie ein bisschen schwierig. Da gibt es natürlich unterschiedliche Probleme. Es können verschiedene Erkrankungen dahinter stehen. Zum Beispiel Erektionsprobleme können ein sehr früher Hinweis auf Zuckerkrankheit sein oder auf Arteriosklerose. Es können Medikamente dahinter stehen. Es können psychische Probleme bei Depressionen zum Beispiel, da hat ja keiner Lust, ne? Da bleibt man im Bett liegen, aber nicht um die Lust zu leben. Oder Überforderung im Alltag oder so etwas. Nicht nur die Frauen haben Migräne, die Männer haben genauso Migräne. Aha, ja. Jetzt kommen wir mal hier Butter bei die Fische, nicht nur wir haben Migräne. Was ist denn bei den Frauen eigentlich als Störung am häufigsten? Naja, auch uns Frauen ist ja auferlegt, dass wir A, eine super tolle Geliebte sind, B, eine tolle Hausfrau, C, noch einen Job machen, D oder was auch immer, noch die Kinder und vielleicht auch noch die Eltern pflegen. Was auf uns einstürzt in dieser Gesellschaft, ist immens. Und dass man da, wenn man abends um 10 vielleicht ins Bett geht, nicht mehr Lust hat, 2 Stunden sich abzuarbeiten für 8 Sekunden, ist doch verständlich. Man kann ja auch mal, das hat mich belustigt, das muss ich sagen. In Ihrem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Hodenmassage. Ja. Auch mal zwischendurch, oder? Ja, ich finde, jede Frau sollte zum Beispiel immer Brustmassage machen, weil man, wenn man die Brüste zum Beispiel kennt, dann auch sehr leicht spüren kann, ob da Veränderungen passieren. Das Gleiche gilt für Männer.
Gerade junge Männer können erkranken, am Hodenkrebs erkranken. Und da ist es wichtig, dass sie ihren Hoden kennen. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es ist einfach geil. Es macht Laune, ja? Ja, entweder man kann es selber machen oder man kann es sich machen lassen. Und was sind denn jetzt so, also wenn wir so von den Irrungen und Wirrungen der menschlichen Leidenschaft sprechen, was sind denn so die meisten Ängste, die Männer haben und dann natürlich auch, was die Frauen für Ängste haben? Okay, das haben wir. Das ist die meiste Angst, die größte Angst. Aber das ist jetzt oberflächlich gesagt. Natürlich, jeder Mensch will akzeptiert werden, jeder Mensch will geliebt werden. Und nicht nur für seine Leistung, sondern weil er als Mensch geliebt werden möchte. Und natürlich ist es bei den Männern tatsächlich so, dass an der Erektion auch der Wert des Mannes mitgemessen wird. Wenn man so, ich bin zwar nicht am Stammtisch, aber was ich mir von Männern sagen lassen habe, ist natürlich, da wird ja der Sexprotz, ne, der also mindestens dreimal am Tag und, oder vielleicht fünfmal so etwas, ne, geiler Typ, das sind natürlich so Sachen, die die Männlichkeit ein bisschen herausstellen wollen damit. Aber dem ist meistens nicht so. Und bei der Frau? Bei der Frau ist es natürlich auch so. Sie soll die absolut top sexy Gefährtin sein oder und sie hat Angst, dem nicht zu genügen? Und genau, sie hat auch genauso Angst, dem nicht zu genügen. Oder was ich eben schon sagte, wenn dann überall rumschwirrt, du musst multiorgastisch sein oder so. Nee. Oder abspritzen, Frauen sollen alle abspritzen. Ja, ja, das gibt die weibliche Ejakulation, das ist halt ein anderes Thema. Ja, nicht gut genug zu sein. Es gibt ja diesen, na, Witz ist es ja nicht, ne? Der Mann fragt, na, wie war ich? Und die Frau dreht sich um und sagt, man weiß nicht, so. Ne? So. Ist, ich hatte Zeit, die Shoppinglist fertig ja, zu stellen. Oder so etwas, ja. Natürlich, beide Geschlechter oder auch die dritten Geschlechter, die es ja auch gibt, die sitzen so unter einem immensen Druck, was die Sexualität betrifft, weil so viel gefordert wird. Und wie sollen wir das in unserer Leistungsgesellschaft? Auch da noch Leistung bringen. Und das ist auch mein Anliegen, keine Sexualität unter Leistungsdruck. Und ohne Liebe? Sexualität kann sehr wohl auch ohne Liebe passieren, weil ich meine, manche Leute mögen das halt ein One-Night-Stand oder mal einen kleinen Quickie oder so. Das ist ja nicht verwerflich. Es ist nur in unserer Gesellschaft nicht so sehr an. Das ist auch wieder unterschiedlich. Bei Männern ist es manchmal anders, wird es anders angesehen. Bei Frauen machen sowas ja nicht. Ne? Wenn eine Frau mehr als 5 Sexualpartner in ihrem Leben hatte, dann ist das schon viel. Und Männer haben dann 100, das ist ein toller Hecht. Also da wird auch häufig mit zweierlei Maß gemessen. Ja, man kann auch Sex ohne Liebe haben. Nur es ist was ganz anderes. Ne? Wir wollen natürlich heute nach Hause gehen, die Zuschauer an den Geräten wollen abschalten und sagen, boah, jetzt habe ich auch mal einen tollen Tipp, das mache ich gleich mal mit Heinz und das mache ich gleich mal mit Greta. Ne? Erfüllte Sexualität, Ihre Tipps, was kann man tun? Ja, also das ist natürlich für jeden Menschen natürlich wieder anders. Jeder okay, Mensch machen Sie mal so ein paar Standards. Ja, Standard gibt es in der Sexualität nicht. Aber ja, wenn die zum Beispiel die Sendung gesehen haben und sich aufeinander beziehen, ja, ne? Erstmal damit. Erstmal in die Augen gucken. Erstmal in die Augen gucken, miteinander drüber reden, das ist schon eine gute Idee. Dass man mit, ja, was meinst du denn, wie findest du denn das? Die Wünsche so ein bisschen herausfinden und liebevoll miteinander sein. Es ist auch nichts dagegen zu sagen, ein Glas Wein zu trinken, aber mehr sollte man dann doch vielleicht nicht, auch nicht mehr Bier, ne? Weil auch dann geht's abwärts. Und man sollte liebevoll aufeinander zugehen und sich umfangen. Im Geiste und im Körper. Was ist mit Spielzeug? Ja, sehr schön. Ne? Kinder spielen, Erwachsene spielen, das sind natürlich unterschiedliche Spielzeuge. Man muss dazu sagen, dass man sagt, 30% aller Frauen kommen durch den normalen Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus. Ja, und gut, man hat zwei Hände oder sonst irgendwas, aber man kann sich sehr wohl auch den elektrischen Hausfreund dazu holen. Den elektrischen Hausfreund, das habe ich auch noch nie gehört. Wunderbar.
treffe ja heute meinen elektrischen Hausfreund. Ganz neue ja Perspektiven in dem Miteinander, genau, mit der Kommunikation. Nun ist es ja aber so, dass es vielleicht auch, vielleicht werden Sie diesen Mythos auch entkräften. Es heißt ja immer, Männer wollen immer morgens und Frauen nachmittags. Und diese ganzen Kurven, Lustkurven, Erregungskurven, Abflachkurven, das davor, das danach, ist so komplett unterschiedlich, dass man vielleicht doch echt öfter mal den elektrischen Hausfreund benutzen sollte. Wie passt denn das zusammen? Also das hängt mit den Hormonen zusammen. Das Testosteron steigt am Morgen, also ab 5 oder was, glaube ich. Und dann logischerweise macht das Lust bei den Männern. Die Frauen haben ja nun mal nicht so viel Testosteron und sind dann vielleicht noch nicht so drauf. Da ist es ganz wichtig, dass man sich wirklich Zeit für die Sexualität nimmt. Es ist auch kein Problem, wenn man mal einen Kompromiss macht. Wenn man sagt, gut, ich habe vielleicht nicht so viel Lust im Moment, aber vielleicht kommt der Appetit ja beim Essen. Und was auch wirklich ist, sich im Kopf mit der Sexualität zu beschäftigen. Weil das ist unser Sexualorgan. Da unten ist das ausführende Organ. Die Weiterleitung. Das sind die Weiterleitungen. Ne? Das ausführende Organ ist da unten. Aber Sexualität entsteht im Kopf. Und man hat das auch nachgewiesen, wie oft Männer über Sexualität nachdenken am Tag, hunderte Male, und Frauen. Das gebe ich den Frauen auch gerne mit an die Hand. Denkt doch rüber mal über eure Sexualität nach und macht euch Fantasien. Das ist doch schön. Man muss sie nicht erzählen. Man kann sie, aber man muss sie nicht erzählen. Man kann sie auch miteinander ausleben. Alles würde ich auch nicht immer erzählen, weil manches kann man auch gerne für sich behalten. Aber nehmt das, was euch antörnt, und spielt damit. Und spielt dann miteinander. Ob morgens, mittags oder abends oder nachts. Was geht denn sowieso überhaupt nicht beim Sex? Es geht absolut nichts, was übergriffig ist, und es geht absolut nichts, was gegen den Willen eines anderen Menschen geht. Das ist feststehend. Und wir haben ja gerade die Diskussion, Nein heißt Nein. Auch während des Geschlechtsspiels, sage ich jetzt mal, wenn da einer plötzlich keine Lust mehr hat, dann ist es sein Recht oder ihr Recht zu sagen, so, ich möchte jetzt nicht mehr. Ja? Man muss zu sich selber stehen, das ist ein Wert. Ich habe das Recht, keine Lust zu haben. Ich habe das Recht, Lust zu haben, aber auch das Recht, keine Lust mehr zu haben. Wünschen wir allen einen lustvollen Tag, Abend, Mittag, was auch immer. Gabriele Schult, vielen, vielen Dank. Und zwar von Andy Jones, Forgot to Forget You. I'm sure you've heard it all before. So I'm sorry it's not original. But it's 2:30 in the morning, and I don't want to be awake. 'Cause when I sleep, I can replay the way you kiss me without it mixing with this force-fed diet of breathlessness. And when I open my eyes, I have to contemplate that I forgot to forget you, and now it's too late. Well, I don't want to cross no lines, so I'm gonna keep it brief. I still got you in my head, and I hope that you don't want to leave. 'Cause if you do, I know that you ain't gonna kiss me, that it was just that one sweet night. And now I'm miserable. When then it felt so great,
see, I forgot to forget you, and now it's too late. But if you look at me and kiss me, you'd put the sun back in my sky. So help me out here, darling, get me out this date. I forgot to forget you, but I don't wanna forget you. I'm not, no, I ain't gonna forget you, and now it's too late. Ja, ganz schön viel, ne? Ja. Um das stimmt. Da unten und so weiter. Nicht nur um das da unten. Ja, das werden wir jetzt testen. Das könnte schwierig werden. Im Spiel drei wilde Wörter. Ich sage Ihnen jetzt drei Wörter und Sie erklären die einfach so toll, wie Sie das andere gerade alles erklären. Easy, ne? Genau. Gut. Nesusgewand. Nochmal. Nesusgewand oder Nessusgewand. Also das ist ein Gewand, was man nachts anzieht, wenn man ins Bett geht und keinen Sex haben will, weil da sind Nesseln drin. Das piekt dann. So wie Brennnesseln? Ja, genau. ein Nessusgewand. Ich sag mal so, ne? Das ist man gar nicht so schlecht hier, ist natürlich falsch, aber ja, voll daneben, genau. Wie der Herr da in der hinteren Reihe sagte, aber doch ganz ähnlich. Ein Nessusgewand sind Gewänder nach dem vergifteten Gewand des Herakles in der griechischen Sage, die praktisch verderben, eine verderbenbringende Gabe. Mhm. Wie bei Medusa, ja. Jemand, der ein Nesselgewand anhat, das mit Brennnesseln, ist wohl auch eher eine verderbenbringende Gabe. Das würde ich auch sagen. Also würde ich mal sagen, ganz gut assoziiert. Ne? Das können wir besser. Okay. Organsinn. Wie? Organsinn. Also ich kenne so viele Wörter mit so Orgasmus oder so, aber Organsinn ist irgendwie, das ist ein Orgasmus ohne Sinn, würde ich sagen. Was ist denn ein Orgasmus ohne Sinn? Ja, der so passiert. Jetzt gibt es ja manchmal, dass das nachts so passiert. Ach so, dann macht so überhaupt keinen Sinn dann, nee, wenn man sein Nessusgewand anhat. Ja, ne? Weil man merkt das nicht richtig. Auch schön. Ja, also Organsinn ist beste Naturseide, die gezwirnt als Kettgarn verwendet wird. Ja, dann kann man Bondage machen. Das ist auch eine Möglichkeit dann. Ja. Bondage heißt, man lässt sich fesseln. Ja, oder genau. Man fesselt ja, aber es ist eine spezielle Technik. Und mehr SM, ne? Nein, das ist was anderes. SM? Bondage und was an und SM sind unterschiedliche Geschichten. Ich dachte, das gehört zum SM. Das kann man miteinander kombinieren, aber es gehört nicht unbedingt dazu. Mhm. Hab was gelernt. Den Rest kannte ich alles schon. Ist doch klar. Okay, eins haben wir noch. Prolegomenon. Polygominon. Ich kann die manchmal selber gar nicht aussprechen. Prolegomenon. Also pro lege ich mich neben einen Mann. Oder? Pro. Ja, und dann? Weiß es jemand? Prolegomenon? Mon? Non? Prolegomenon. Weiß es jemand? Was war das, was Sie lesen? Das ist ein Wort, was in meinem Wortschatz nicht vorkommt. Okay. Ein Prolegomenon ist das Vorwort, die Einleitung, die Vorbemerkung. Ja, gut. Das Vorspiel sozusagen. Das Vorspiel, genau. Ja. Aber es gibt gar nicht Vorspiel, es gibt Spiel. Und das muss man nicht vor, nach, hinter, Haupt. Ne? Wie ist das überhaupt, mal ganz ehrlich jetzt? Also die Frauen auch, ne? Die brauchen ja 100 Jahre. Ja, wer erzählt Vorspiel, denn sowas? Der Mann ist sofort startklar. Wer erzählt denn sowas? Weiß ich nicht, steht nicht in ihrem Buch. Das ist das nämlich auch so etwas. Frauen können genauso schnell zum Orgasmus kommen, wenn sie denn wollen. Das hat was mit der Vorbereitung zu tun. Und dann ist es eine Minute Sache an der Waschmaschine.
An der Waschmaschine. Ja, nee. Also muss ja irgendwie vibrieren. Irgendwie es muss es ja. Also vielleicht natürliche elektrische Hausfreunde. Ja, genau. In jedem Haushalt. Zahnbürste oder so. Zahnbürste. Ja, jetzt kommen wir doch zu den Tipps. Jetzt kommen wir nochmal ans Eingemachte. Hervorragend. Polygonimum. Ja, und was ist so mit dem hinterher? So der Mann ratzt ein, dreht sich. Naja, das hat tatsächlich auch was mit den Hormonen zu tun. Durch den Orgasmus werden bei Frauen Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist unser Kuschelhormon. Mhm. Und darum wollen wir dann kuscheln. Und beim Mann schlägt. Ja, genau. Ja, und es ist genau, bei den Männern sackt das Hormon auch ab. Das hat nicht jetzt nichts mit Oxytocin zu tun. Und die werden total müde. Und sind total entspannt. Und dann schlafen die natürlich ein. Auch da gibt es einen Kompromiss. Ne? Wie verändert sich eigentlich das Sexualleben im Alter? Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Männer, sage ich jetzt mal in diesem Falle, denken, dass sie noch genauso ein toller Hecht mit 60 sein müssen, wie sie mit 20 sind. Das geht ja gar nicht, weil das hat was auch mit den Hormonen zu tun und mit der Elastizität und mit den Schwellkörpern und so weiter. Es ist ganz natürlich, dass ein Mann, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat, das ist bei jedem auch unterschiedlich. Es gibt sehr potente Männer mit 90 noch, aber es gibt auch welche, die mit 40 schon Schwierigkeiten kriegen. Das ist nicht ungewöhnlich. Nur die Männer setzen das so massiv unter Druck, weil sie ja immer denken, sie müssen noch wie ein toller Hengst durch die Gegend reiten. Das ist nicht so. Man muss sich wirklich klar machen, dass die Sexualität sich im Alter total verändern kann. Nicht schlechter wird, nur anders. Welche Qualitäten sind denn dann da eher gefragt? Da ist wirklich ein ruhiges Miteinander, kann natürlich auch ein heftiges Miteinander sein, aber es geht nicht so sehr um die Erektion. Ne? Die kann zwar da sein, die kann aber auch schneller wieder weg sein, die kann auch nur halb da sein. Das sind alles Phänomene, die passieren können. Aber da geht es mehr um das Gesamte, um die gesamte sexuelle Situation. Bei Frauen kann es genauso Schwierigkeiten kommen, durch die Wechseljahre, ne? Durch das Östrogen werden alle Schleimhäute betroffen, die Augen, die Nase, der Mund und aber auch die Scheidenschleimhäute. Die werden dünner, dadurch kann es leichter zu Einrissen kommen, die Feuchtigkeit ist nicht mehr so da, gibt es wunderbare Feuchtigkeitsmittel, also Gleitcremes oder so. Und auch damit kann man zum Beispiel als Mann sich ein bisschen helfen, indem man entweder selber sich ein bisschen erregt damit, gerade durch die Gleitcremes oder eben miteinander. Ne? Und diese kleinen blauen Pillen gibt es auch noch? Es gibt die kleinen blauen Pillen, die sind nicht für jedermann geeignet, wenn jemand Herz-Kreislauf-Probleme hat. Dann ist Schwierigkeiten geben und sie sind schweineteuer. Ach. Ja. Naja, aber wenn nichts. Aber nicht auf dem schwarzen Markt kaufen, da weiß man nämlich nicht, ob da spanische Fliege oder sonst irgendwas drin ist. Da vergiftet man sich noch, oder? Ja. Sie haben vorhin gesagt, man kann danach auch süchtig werden. Ja, wann merkt man, da ist irgendwie eine Schwelle übertreten? Also das ist ein großes nicht, aber es gibt immer wieder Menschen, die sexsüchtig sind. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass jemand permanent Pornos guckt und dann seine Schwelle immer weiter runtergeht und er immer stärkere Reizgeschichten haben muss. Oder zum Beispiel Menschen, die den ganzen Tag vorm Internet sitzen und sich permanent befriedigen, jede Stunde. Dann können die natürlich nicht mehr arbeiten oder was anderes machen. Also es ist wirklich existenzgefährdend. Was wirklich lustig an Ihrem Buch ist, ist ja der Anhang. Einiges. Ja, einiges. Die Hodenmassage zum Beispiel. Nein, aber der Anhang, also wenn man alles befolgt, was im Anhang steht, das ist ja wie so ein kleiner, wie so ein Zaubermittel, Kochbuch, weiß ich, da sind Lebensmittel drin, da sind Tees drin, da sind Massageöle, ich weiß nicht, da ist irgendwie alles von A bis Z nochmal drin. Hat man dann guten Sex, wenn man das alles einnimmt und macht? Nee. Das sind alles nur Möglichkeiten, wo man sich was Gutes tun kann. Guter Sex beginnt im Kopf und im Herzen. Und der ganze Körper ist ja eine sexuelle erogene Zone. Ja. Und guten Sex kann man mit sich selber haben. Man kann die mit einem Partner, Partnerin haben. Es kommt immer auf das Miteinander an.
Oder eben alleine. Oder alleine, ja, natürlich. Guten Sex. Viele bevorzugen das, weil sie wissen, was sie... Das ist auch billiger als das Sportstudio. Ja, das und, es ist, und sie wissen, was sie haben, ne? 2 Sekunden rubbeln, fertig ist die Sache. Vielen Dank, das werden wir beherzigen. Gabriele Schulz, danke schön. Wunderbar, wunderbar. 2 Minuten rubbeln, so schnell ist der Song, den wir gleich hören, nicht vorbei. Wir hören jetzt nochmal von Andy Jones, If You Dare. Tell me, how did you get that smile? And how can I make it stay? Would it really concern you if you knew that smile was in my dreams? Every night will teach me that refrain that makes you smile the most. And I won't change it, I won't wear it out, but I'll make you smile again if you dare to let me. And what is it about that tune that makes you wanna sing and dance? Why do your eyes play seduction games when you know that I am just another hopeless admirer? Well, teach me that refrain that makes you smile the most. And I won't change it, I won't wear it out, but I'll make you smile again if you dare to let me. Let me be someone you want you. Let me make it all make sense. Will you let me through those woods and through that melody somehow? Make you wanna dance forever, yeah, forever, yeah. Teach me that refrain that makes you smile the most. See, I won't change it, I won't wear it out, but I'll make you smile again if you dare to let me out. Yeah. You care to let me out. Yeah. Well, I won't change it, I won't wear it out, but I'll make you smile again if you dare to let me. Wow! Geile Stimme, mein Freund! Okay, danke! Hammer! Danke. Hammer Reibeisenstimme, oder? Und dann so Melodikrock. Das könnte mein neues Lieblingslied werden, ah. If You Dare, muss ich sagen. Ziemlich geil. Danke, dass Sehr du schön. Da warst. Danke, dass ihr alle heute da wart. Danke an Frau Schulz. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Bonobo, die Fischer!